Am Stand der Bundeswehr spreche ich mit Hauptmann Beiermann. Herzlich willkommen zum Interview. Sie präsentieren hier den zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr. Welche Berufsbilder gibt es denn bei der Bundeswehr? Wir haben insgesamt 80 Ausbildungsberufe, 25 Studiengänge in den Streitkräften zu bieten. Im Prinzip decken wir genau das ab, was man im Zivilen auch findet. Eine ganze Berufswelt, die sich da aufmacht im militärischen Bereich. Wir haben noch knapp 100.000 zivile Mitarbeiter in der Verwaltung. Alleine da haben wir 40 Berufe noch. Und da ist natürlich auch der medizinische Bereich abgedeckt, Sanitätsdienst, mit knapp 20, 25 Ausbildungsberufen und eben 4 Studiengängen im medizinischen Bereich. Welche genau sind das? Wir haben Humanmedizin, Zahnmedizin, die Veterinäre und die Pharmazeuten in der akademischen Ausbildung und die ganzen Pflegeberufe, medizinisch-technische Assistenten, chemisch-technische Assistenten, biologisch-technische Assistenten, die ganze Bandbreite, die man im Prinzip in Forschung und eben auch in den Kliniken im Zivilen findet, gibt es auch in der Bundeswehr. Man kann natürlich mit einer Ausbildung oder einem Studium einsteigen, das haben Sie schon gesagt. Welche Möglichkeiten haben denn Quereinsteiger? Ganz tolle Möglichkeiten, denn wir bieten Quereinsteigern nicht nur den Berufseinstieg, sondern wir bieten auch die Perspektive für Aus- und Weiterbildung. Das ist auf der akademischen Seite dann in bestimmte Fachrichtungen. Das ist dann immer eine Gesprächsgrundlage beim Einstellungsgespräch. Welche Richtung soll es denn gehen? Was können wir denn bieten? Für diejenigen, die mit einem Ausbildungsberuf zu uns kommen, kann man natürlich dann auch noch fachliche Qualifikationen während einer Dienstzeit anbieten, die dann voll bezahlt wird. Und man macht diese Aus- und Weiterbildung auch unter vollem Gehalt. Und das ist für viele schon sehr attraktiv. Sie sind ja hier auf der Messe, um auch Personal zu rekrutieren, das heißt Menschen über Ihr Angebot zu informieren. Wie ist Ihr Fazit jetzt nach fast 4 Tagen Messe? Wir haben ein gutes Fazit ziehen können. Heute ist der letzte Messetag und wir haben sehr, sehr gute Fachgespräche führen können, viele Kontakte knüpfen können. Und das hat uns auf jeden Fall etwas gebracht, sodass wir auch gerne wiederkommen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.